Ihr dreckigen Veganer, ich hoffe, ihr einen dreckigen Tod, ihr verkackten Penner. Ihr riecht nur nach Tofu und Scheiße aus euren schimmligen Love is in the air, everywhere I look around. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Veganes Ungesund. Hallo! Hallo, hier ist Kermit der Frosch. Hallo. Genau, das ist Ayosha, kennt man sofort an diesem dümmlichen Verhalten, und mein Name ist Gordon. Hallo. An diesem arroganten Verhalten, ja. Das ist nicht nett. Was, so dumm bin ich nicht. Hä, du bist doch, heute stehen wir doch ganz woanders, Ayosha. Heute ist irgendwie alles anders. Ja, wir haben uns gedacht, wir probieren mal eine andere Location aus. Und wir wollten mal eure Meinung dazu wissen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefällt, ob ihr das mögt. Weil wir stehen jetzt auch und wir dachten, das ist für uns dynamischer, weil dann mehr Blut aus unserem Gehirn in unsere Beine runtersackt. Das heißt, die Inhalte werden noch leerer. Sehr gut. Warum auch immer du gerade so machst. Ja, weil ich einfach zeigen möchte, dass wir stehen, weil sonst glaubt uns natürlich keiner. Ach so. Genau. Also wir werden auf jeden Fall, und das ist nicht nur das Einzige, was sich ändert, wir wollen auch einfach euch noch mehr geile Sachen bieten. Ja. Folgt uns mal bitte bei Instagram auch, weil tatsächlich bei Instagram machen wir gerne mal Umfragen für Inhalte, für Wünsche, und da ist es viel einfacher, auf Sachen einzugehen. Heute wollen wir kritische Kommentare lesen. Das sind Kommentare gemischt aus ziemlich dumm und unsinnig und braucht man eigentlich gar nicht drauf eingehen. Das sind Kommentare, die sind versuchen, glaube ich, einen Punkt zu machen, merken aber nicht, dass sie es nicht tun. Und es gibt Kommentare, die versuchen zu sagen, hey, ich gebe mir Mühe, aber was ist denn so und so? Und da gehen wir da mal drauf ein. Das ist jetzt einfach mal so zwischendurch, weil wir einfach dachten, wir haben ein paar geile Sachen gesehen, die wollten wir euch mal, die wollen wir euch nicht vorlesen. Naja, wir wollen vor allem auch, dass ihr vielleicht eine Art und Weise findet, wie man an Sachen rangeht, an welche Sachen man also überhaupt rangeht, welche Sachen man beantworten würde, wie man das beantworten würde. Einfach, wie man an so eine Diskussion vielleicht rangeht. Darf ich dich vielleicht mit der ersten Frage mal gucken? Wie würdest du hierauf antworten? Hier, pass mal auf. Hier, denkst du, es juckt mich? Was juckt mich das? Von VideoTVTV. Ja, was? Also erstmal finde ich den Namen großartig. VideoTVTV. Ich würde sagen, es kommt drauf an, wenn du dir deinen Genitalbereich länger nicht gewaschen hast, kann es schon gut sein, dass es dich juckt. Wenn nicht, dann ist gut. Dann ist alles sauber bei dir. Und da kriegst du von uns einen Daumen hoch, dass uns die Information mitgeteilt hat. Bei dir juckt es nicht. Du bist ein reinlicher Mensch. Das gefällt uns. Und aber ganz ehrlich, geniales Wesen. Was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, viele Leute sagen immer so, weißt du, weil sie cool sind, so, hey, juckt mich nicht so mit den ganzen Tieren und so, interessiert mich nicht. Ja, das stimmt. Ey, aber dann muss man sich einmal wirklich angucken, wie es hinter den Kulissen aussieht. Zum Beispiel so ein Video wie Dominion sich einfach angucken. Und dann bin ich gespannt, ob du immer noch in der Lage bist, nach so einem Video, wenn du es alleine geguckt hast, juckt mich nicht. Und auch da, es gibt tatsächlich Leute, ich habe Freunde, die gesagt haben, ich habe mir Dominion angeguckt und es juckt mich nicht. Alter Witz. Also es gibt Leute, die es gesehen haben und gesagt haben, juckt mich nicht. Ja, es gibt wirklich Leute, die gesagt haben, ich habe mir das angesehen und es juckt mich nicht, ich will trotzdem weiter Fleisch essen. Ihr dürft nicht vergessen, ich arbeite ja im Krankenhaus, wie wir vielleicht 8000 Mal schon erwähnt haben. Ja. Es kommen teilweise Patienten in die Klinik, jetzt nicht direkt zu uns, die haben Tumore, die ihnen aus dem Mund rauswachsen. Es gibt Leute, die haben Brustkrebs, da wächst der Tumor aus der Brust raus. Ja? Und zwar so, dass es schon stinkt und dass man denkt, wie kann das passiert sein, weil so ein Tumor wächst nicht über Nacht. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir Menschen unfassbar ausgeprägte Verdrängungsmechanismen haben. Ich glaube, dass die meisten Menschen nicht ihrem eigenen moralischen Kompass entsprechend leben. Und da haben wir uns lange Zeit auch zugezählt. Ja, ja, klar. Und es ist natürlich schwierig. Die Veränderung ist immer schwer. Absolut richtig. Um das abzuschließen nochmal zuletzt. Wir müssen mehr raus oder weg von der Verdrängung. Ja, das heißt, wir müssen uns mehr mit den Sachen aktiv auseinandersetzen. Das ist heutzutage wichtiger, denn je. Yo. Denn yo. So, dann habe ich jetzt auch noch was. Toll. Legenda Till Liv, Ausrufezeichen. Ja, 3a. Und was ist jetzt mit den ganzen Landwirten, die von der Milchwirtschaft leben? Punkt, Punkt, Punkt. Eieiei, ja, ihr wisst ja, wie das ist im Leben. Ne? Das Leben und auch eine Gesellschaft muss sich auch weiterentwickeln. Und wir können natürlich nicht einfach sagen, nur weil etwas zum Beispiel Jobs schafft, legitimiert das einfach alles. Ich finde auch per se ist das jetzt erstmal kein Argument, weil es gab früher auch Sklaventreiber, die, das war quasi auch ein Job. Und jetzt retrospektiv betrachtet sagen wir vielleicht, schwierig, schwierig. Ich will damit natürlich jetzt nicht sagen, dass Bauern gleich Sklaventreiber sind, sondern also aus Sicht der Tiere schon. Aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. Gerade heutzutage verändert sich die Welt extrem stark und wir müssen uns dann einfach die neuen Gegebenheiten anpassen. Ja? Zum Beispiel ein Taxiunternehmen vor 30 Jahren ist nicht mehr das, was es heute ist. Ihr seht ja, was da passiert. So ist es auch bei den Bauern. Der Job verändert sich. Es gibt einfach viele Möglichkeiten, auch für Bauern, das heißt, wenn die Tiere nicht da sind,
ergeben sich neue Möglichkeiten für alle. Und ich möchte auch nochmal sagen, wir unterstützen Bauern, denn wo kriegen wir unser Gemüse her? Wo kriegen wir unser Tofu her? Das ist alles von Landwirten. Ist ja vom Supermarkt. Ja, das kommt alles von, sehr gut, das kommt alles von Landwirten, die halt Gemüse anbauen und nicht Tiere ausbeuten. Und ich will wirklich nochmal auch sagen, wir sind nicht gegen diese Bauern, nein, sondern wir sind gegen das System. Also sind in ein System reingeboren worden, was wir alle unterstützen und unterstützt haben vor allem. Und da müssen wir durchbrechen. Ich habe nochmal jetzt einen ganz guten Kommentar hier für dich, Ayosha. Der ist nur an dich gerichtet, von Emil Bergson. Ihr habt im Dominion-Video, da haben wir, genau. Ihr habt im Hintergrund ein Holzmobiliar. Das kostet auch Holz. Bitte nicht dabei über den Regenwald reden. Also, ich find's gut. Es gibt sehr viele von diesen Kommentaren. Warte mal, lass mich auch noch mal einen kurz von meinen vorlesen. Zum Beispiel sagt hier auch Urs Stöckling, euer vegane Lebensmittel werden auch transportiert mit Erdöl und das sind Dinosaurier. Also eigentlich kann man sagen, dass unsere Lebensmittel immer noch von den Dinosauriern transportiert werden. Genau. Damit war ganz klar hier, ne? Das ist ja Folgendes. Niemand soll den Anspruch an sich haben, von jetzt auf gleich perfekt sein. Alles ist ein Prozess und man muss halt einfach da ansetzen, wo man ansetzen kann. Ja, und so ist es halt auch bei dem Thema, was wir machen. Ja, Ernährung ist das, was wir am meisten machen und haben den meisten Einfluss. Dementsprechend macht es auch Sinn, da direkt anzupacken, weil das hat auch die meisten Auswirkungen tatsächlich auf unseren Planeten, auf die Lebewesen und auf unsere Gesundheit. Es ist die effektivste und einfachste Methode, etwas zu verändern. Ich glaube, für viele ist es aber die schwierigste, weil einfach das so tief in unsere Kultur und so tief in unseren Alltag verankert ist, dass diese Veränderung oft sehr schwierig erscheint. Ist sie aber nicht. Lasst es euch gesagt sein, jeder Schritt fängt mit einem Schritt an. Und jeder Regen fängt mit einem Tropfen an, das war sehr schlau. Also, Legenda Till Liv. Gefühlt hat er schon mal irgendwas kommentiert. Naja, aber dieses romantische Bild existiert noch an vielen Orten. Vor allem hier in der Schweiz ist die Situation ganz anders und Tierquälerei ist kein Thema. Leute, ein Fun Fact am Rande. Ich habe jetzt mit ganz vielen Leuten aus verschiedenen Ländern geredet, unter anderem Aktivisten, die auch in allen Ländern schon unterwegs waren. Das ist das witzigste Phänomen, ist wirklich, dass mir erzählt wurde, egal wo sie waren, in dem Land, wo sie waren, haben immer die Leute gesagt, hier gibt's sowas nicht. In allen Ländern, durch die Bank durch. Und dadurch ist ja auch Dominion entstanden, weil Australien ist ja einer der entwickelsten Länder weltweit und der Regisseur hat gesagt, pass auf Leute, ich habe die Schnauze voll, ich werde zu konventionellen Betrieben gehen und einfach mal zeigen, was gang und gäbe ist, was jeden Tag passiert und was völlig normal ist. Und dasselbe gibt es in Deutschland und es gibt schon etliche Sachen, die aufgedeckt werden und immer heißt es nur, ja, das sind Ausnahmen. Leute, es werden 80.000 Landtiere pro Sekunde auf diesem Planeten, pro Sekunde umgebracht. 80.000. Das kann überhaupt nicht mehr auf eine schöne Art und Weise passieren. Es kann sowieso nicht auf eine schöne Art und Weise umgebracht werden. Das ist absolut richtig. Und wichtig ist auch, ich glaube, so war es bei mir auf jeden Fall auch, ich habe mir das auch oft eingeredet, um mir ein gutes Gewissen zu machen. Und das sieht ja den meisten so, ne? Dass man eine gewisse Distanz aufbaut, da wo ich mein Fleisch herbekomme. Da wird das niemals so sein. Aber glaubt mir, Leute, es ist so. Mit jedem Kauf unterstützt ihr genau das, was ihr nicht sehen wollt. Ja? Genau. Und ihr müsst euch einmal vorstellen, egal wie gut es dem Tier ging, es endet immer im Tod. Und in einem sehr frühzeitigen Tod. Wenn ihr euch einmal Bilder von einem Schlachthof anguckt und seht, wie die Tiere umgebracht werden, ob sie es mitbekommen oder nicht, muss man sich einfach mal fragen, ist das moralisch zu rechtfertigen? Vor allem für was? Wir müssen es ja nicht. Es hängt nicht von mir. Wir müssen es einfach nicht. Das ist eigentlich das Killer-Argument. Also wir müssen es nicht. Muss also dieses Tier sterben, wenn es genauso fühlt, denkt und lebt wie unser Hund oder unsere Katzen, die wir auch niemals essen würden? Also diese Frage muss man sich einfach stellen. Und vor allem übertragen wir das Ganze mal auf einen Hund. Wenn wir sagen würden, aber der Hund hat ein idyllisches, schönes Leben, deswegen können wir ihn nach 5 Jahren schlachten, auch wenn ihr davon nichts mitbekommt, würde irgendeiner sagen, das ist okay? Nee. Natürlich nicht. Weiter. So, und zwar eine Sache, wir haben ja recherchiert beide. Eine Sache, die mir oft aufgefallen ist, ist, dass viele Leute uns immer gefragt haben, ob wir schwul sind. Und einige haben auch geschrieben, ihr seid schwul oder ihr beide seid Homos oder weiß der Geier was. Was die Leute aber nie geschrieben haben, ist, ihr seid heterosexuell oder ihr sonstiges. Aus dem Grund wollte ich einmal ganz kurz das einfach mal zur Gelegenheit nehmen und zu sagen, hier schreibt Flo, ihr seid schwul. Was verbirgt sich dahinter? Warum schreiben die Leute so etwas? Also ich meine, soll das heißen, dass Gefühle, also ich kann mir vorstellen, wir haben ein Video auch schon mal, soll das heißen, dass wir, nur weil wir auf einmal über Gefühle reden, nicht männlich sind? Oder, das, oder was genau soll das heißen? Was denkst du? Ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich glaube, dass es oft Unsicherheit ist, die da aus Menschen rausspricht, weil wir auch als, ich glaube, als Männer einen hohen gesellschaftlichen Druck haben, ein bestimmtes Bild zu erfüllen. Wir müssen Bier saufen, wir müssen Fußball gucken, wir müssen grillen, wir müssen Fleisch essen. Und Gefühle dürfen wir nicht zeigen, Gefühle zeigen nur Frauen. Das ist halt ein sehr veraltetes und sexistisches Bild, was sowohl Frauen als auch Männer betrifft, als auch unsere Rollenverteilung in der Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man uns sieht, würde man erstmal denken, was macht die blonde Maschine da mit dem Typen? Geil. Genau, und ich glaube, das führt einfach dazu, dass die Leute genau so reagieren und einfach sagen, ey, ihr seid schwul, um einfach von vornherein zu sagen, ach komm, die brauche ich gar nicht ernst nehmen. Die zwei Schwulen da,
klar, dass sie vegan sind. Ey, ganz wichtig nochmal auch an dich jetzt, ne, die du das geschrieben hast. Du, wir als Gesellschaft müssen uns als Gesellschaft den Gefallen tun und weggehen von diesen Schubladen zu sagen, hey, du bist Veganer, du bist Dings, du bist schwul, du bist heterosexuell. Was hat das, spielt das hier für eine Rolle? Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Also ich verstehe wirklich nicht, was die Relevanz von diesem Kommentar ist oder generell. Es ist auch völlig egal, wen ein Mensch liebt, welche Hautfarbe ein Mensch hat, welche Religion ein Mensch hat, solange wir alle in Frieden miteinander leben. Das ist das, was ich nicht verstehe. Warum können wir nicht alle nett zueinander sein? Bitte diskriminiert keine Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund von egal was. Ey, ganz ehrlich nochmal, wichtiger Punkt, was du gerade sagst, wir müssen einfach weg von der Diskriminierung hin zu mehr Liebe. Und das Geile ist ja dann einfach, wohin ihr die Liebe dann verteilt, spielt gar keine Rolle. Mehr Liebe. Okay. Boah, das riecht auf jeden Fall nach Anus da aus dem Mund. Ich weiß nicht, ob du das bist oder Henry. Das bin ich. Oh, ich stinke. Uiuiui. Okay. Wenn jetzt irgendjemand kommentiert, Henry ist ein Zucht, und dann werde ich euch nur sagen, ja, wahrscheinlich. Also erstens ist es so, dass man, glaube ich, immer dazulernt. Und auch ich Phasen in meinem Leben hatte, in denen, wie ich dazugelernt habe, dass zum Beispiel Zuchthunde kaufen nicht sinnvoll ist. Aber wir hatten Henry von dackelinnot.de, also wir haben ihn auch gerettet. Aber nichtsdestotrotz, bitte keine Zuchthunde kaufen. Und wir haben Handys auch, ne? Bitte auch jetzt nicht kommentieren, ey, ihr habt Handys und so, ey, ihr seid Heuchler. Ja. Da, wir wissen. Wir arbeiten an uns, glaubt mir, Leute. Also es sind so viele Sachen, wir merken selber, es gibt so viele tolle Influencer da draußen, wie Jana Klar und Snookyful und Mirella. Daria, die einfach konstant darüber aufklären, wie man nachhaltiger leben kann. Und wir haben angefangen mit Veganismus, aber wir gucken uns die Stories von denen an und denken halt so, krass, da sind so viele Sachen dabei, ja, die einen selber wieder inspirieren und die einen vorantreiben. Und ich glaube, das müssen wir alle untereinander tun. Wir müssen anfangen, auch zusammenzuhalten und... Oh du, also Uchi Hux Madara 100 hat geschrieben, ich habe jetzt Bock auf einen saftigen Steak. Auf den saftigen Steak? Auf den saftigen Steak. Wahrscheinlich meint Uchi Hux Madara 100 das Tofu-Steak, das Seitan-Steak, ich weiß es nicht. Wenn nicht, gibt es sonst einen verbalen, doppelten, gesprungenen Drehkick. Fledder in die Fresse. Fledderkick. Ich möchte euch eine Sache noch vorlesen, weil mich das sehr berührt hat. Wir haben bei Instagram eine Nachricht bekommen. Hallo ihr Lieben, ich wollte euch berichten, dass ab sofort keiner meiner Familienmitglieder auf dem Bauernhof, auf dem ich lebe, mehr geschlachtet wird. Wir haben uns gegen das Schlachten der Tiere entschieden und bieten nun Rinderpatenschaften an. Schritt für Schritt wird die Welt ein besserer Ort. Als wir den Text gelesen haben, haben wir beide Gänsehaut bekommen. Ich kriege auch immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil ich einfach sehe, dass es sowas möglich ist und dass es überhaupt kein Problem ist und dass einfach ein Umdenken stattfinden muss. Und wenn einmal dieses Umdenken stattgefunden hat, ist es, glaube ich, für jeden möglich. Ich denke mir einfach oft, dass Leute, die in einer festgefahrenen Situation sind, natürlich erstmal weit weg von der Situation sind, in der wir uns befinden, nämlich vegan zu leben. Das ist für viele einfach erstmal sehr, sehr weit weg. Deswegen sagen wir auch immer kleine Schritte, kleine Veränderungen und irgendwann kommt dieses Bewusstsein. Sehr gut, Leute. Es ist, wie wir schon gesagt haben, alles... Perfekt. Auch das, was wir mit den Bauern gesagt haben, immer eine Frage der Perspektive, ja? Also das heißt natürlich, ihr könnt das Ganze als negativ sehen. Oh, was passiert mit den Jobs, was passiert mit der Welt? Aber ihr seht ja, Veränderung ist möglich. Auch Veränderung in eine positive Richtung. Und da wollen wir gemeinsam hin. Und dafür sind wir da. Und dafür seid auch ihr da. Und wir müssen zusammenarbeiten. Zusammen. Alle drei zusammen.